Hallo und herzlich willkommen zu unserem MySport Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Event Branche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungsplaner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MySport Podcast. Heute bin ich in Frankfurt im Büro von Meet in Ireland zusammen gemeinsam mit der Kira und der Orla. Meet in Ireland ist für das Mais-Business in Deutschland zuständig und ich freue mich ganz besonders, dass Kira und Orla heute Zeit für mich haben, um uns und euch ein ganz klein bisschen mehr über ihr Land und die vielseitigen Maismöglichkeiten auf der Insel zu präsentieren und euch darüber zu informieren. Liebe Orla, ich fange mit dir an. Würdest du dich bitte einmal noch mal komplett kurz unseren Hörern vorstellen? Hi, ich bin die Orla Kraft, sitze hier in Frankfurt in the Meet in Ireland Bureau und bin für das gesamte Maisbereich in Deutschland zuständig. Und liebe Kira, magst du dich auch ganz kurz den Hörern vorstellen? Ja, hallo, ich bin die Kira O'Connor. Ich arbeite auch hier in der Meet in Ireland Bureau in Frankfurt und ich unterstütze meine Kollegen Orla in der Maisbereich in Deutschland. Herzlichen Dank und vor allen Dingen danke auch, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, hier bei unserem Podcast einmal mitzumachen. Und zunächst habe ich eine Frage an dich, Orla. Erzähl uns doch ein bisschen was über Irland und zwar, wie kommt man eigentlich aus Deutschland am besten dahin? Also man kann sehr einfach nach Irland. Das sind 33.000 Flugplätze pro Woche. Wir haben 5 internationale Flughäfen, Dublin, Cork, Shannon, Knock und Belfast. Und für die Leute, die nicht Irland kennen, das deckt sozusagen der Insel. Gibt es Direktverbindungen, Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Bonn. Also wie Sie sehen, also von jedem Hauptflughafen in Deutschland wird Irland angeflogen. Und das Schöne ist auch, es ist nur eine kurze Flugzeit ab Deutschland, circa 2 Stunden. Das ist wirklich nicht lange, das ist sehr, sehr schnell. Kira, eine Frage mal an dich. Du bist jetzt seit wann hier im Frankfurter Büro tätig? Ich bin seit September 2018 in Frankfurt Büro tätig. Und du kommst aus welcher Region Irlands? Beziehungsweise was von den genannten, welcher der genannten Flughäfen wäre jetzt für dich der nächste Abflughafen? Ja, also ich komme aus Wicklow in Ostirland. Also ich würde nach Frankfurt von Dublin fliegen, wenn ich eine Reise mag. Ja, das ist dann die schnellste, sicherlich die schnellste Verbindung. Orla, wenn wir an Irland denken, nun ist Irland ja kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Mais. Also Meeting Incentive, Kongresse, Conferences, Events, Tagungen, all das und all dafür gibt es in Irland tolle Möglichkeiten. Gib uns doch mal so einen kleinen Rückblick und vielleicht auch einen Ausblick, aber zunächst mal einen Rückblick. Wenn du dir jetzt den deutschen Markt anschaust, also wie viel, also die Kunden jetzt aus dem deutschen Markt, ich meine jetzt Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Verbänden oder auch Agenturen, gibt es da Zahlen oder nicht konkrete Zahlen oder Tendenzen, Entwicklungen, wie es sich in den letzten Jahren verhalten hat? Ist Irland jetzt als Destination eher, ich sag mal, gab es mehr Events von deutschen Veranstaltungsplanern oder nivelliert sich das jemand oder ist es ein Auf und Ab? Gibt es da Höhen und Tiefen? Wie ist da so die tendenzielle Entwicklung? Also allgemein, es steigt. Die Interesse an Irland steigt, weil Irland einfach mehr hat. Aber wir haben mehrere Möglichkeiten, also zum Beispiel jetzt Hotels. Wir haben auf der Insel Irland haben wir über 900 Hotels. Wow. 60.000 Hotelzimmer. Wir können mit einer Maisgruppe von 5 bis 5.000 beziehungsweise 8.000. Also wir haben schon die ein oder die andere Verband, die ihre jährliche Seminar und wir hatten 8.000 Leute und alles lief hervorragend gut. Das Schöne an Irland ist, wir haben das typische Irische. Wir haben die kleinen Hotels, die kleinen Schlösser. Wir haben auch die großen Ketten, wie ich gerade erwähnt habe, dass alle gut unterkommen und man hat auch ganz schöne große Auswahl. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut und das ist natürlich, was Irland dann halt sehr attraktiv macht.
Du sagtest gerade große Verbandsveranstaltungen mit 8000, rund 8000 Teilnehmern. Das hört sich dann sehr nach internationalen Verbandsveranstaltungen an. Ja, genau. Man muss dann ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass Dublin eine grundsätzlich gute internationale Erreichbarkeit hat. Absolut, genau. Die Kapazität ist da von Flug. Also es geht jetzt nicht nur von Deutschland, auch von also die ganze Welt. Das auch, was sehr wichtig ist, nicht nur Hotels, wir haben auch für State-of-the-Art Venues und wir haben Kapazitäten, zum Beispiel bei der Convention Center Dublin, bis zu 8000 Delegates. Also wir haben wirklich jetzt das Rundum-Paket mit so großen und wie ich auch gesagt habe, auch von 5 Leute plus können wir dann sehr gut damit umgehen. Wenn Anfragen hier aus Deutschland für Irland kommen, kann man sagen, dass es maßgeblich schon über euer Büro hier in Frankfurt gibt? Denn es ist ja auch ein großer Vorteil, dass immer. Irland in Frankfurt ein Büro hat und damit auch für die Planer, sag ich mal, sehr gut verfügbar ist. Also im Zweifel, denke ich mal, ist ja sicherlich auch ein Meeting dann bei einem Unternehmen, welches ein größeres Event plant, dann möglich. Ja, also das läuft bei uns so. Ich bin the first point of contact. Also wenn jemand eine Frage hat, kommen die dann bei mir an. Und ich bearbeite das und gebe das weiter an meine Kollegen in Dublin. Das ist unser Meet in Ireland Hauptbüro. Okay. Und die übernehmen dann das und unterstützen. Ich bleibe aber trotzdem den ganzen Weg dabei. Ich bin immer im Hintergrund, dass man dann halt dann sich nicht irgendwie verlassen oder allein fühlt. Also ich begleite... Wenn die das wollten auch, ich begleite das im Hintergrund von A bis Z, von Anfang wirklich bis zu Ende, um meine Kollegen auch in Dublin auch ein bisschen Unterstützung zu geben. Ich rede jetzt gerade von Dublin, allerdings, wir haben ein Convention Bureau, auch in sozusagen in Ost und West und Süd und im Norden. Also wir sind auch sehr gut vertreten über das ganze Insel. Hinaus allerdings, das Hauptbüro von Meet in Ireland ist in Dublin. Ich finde diese Betreuung, was du gerade erzählt und aufgezählt hast, sehr, sehr gut und auch sehr sinnvoll. Weil wir haben in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, es muss jetzt nicht unbedingt auf Irland zutreffen, dass sich aber viele Veranstaltungsplaner gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie zum Beispiel gerade in Städten wie Frankfurt, wo sehr, sehr viele Vertreter für den Maisbereich diverser Länder ihre Büros haben, dass sie sich gar nicht darüber so bewusst sind, dass sie eigentlich hier, ja, ich sage das mal, vermutlich auch kostenfrei, Unterstützung und Hilfe bekommen. Genau, und wie ich gesagt, wir haben jetzt auch ein super Programm. Wir unterstützen auch gerne finanziell, der auch 100% compliant ist. Also wir unterstützen zum Beispiel, wenn jemand ein Site Inspection machen möchte, ab 50 Teilnehmer unterstützen wir, dann wir übernehmen die Kosten für diese Site Inspection. Also dass ich das richtig verstehe, wenn also derjenige ein Event, ein Meeting ab 50 Teilnehmer aufwärts anfragt, unterstützt ihr ihn auch finanziell bei der Site Inspection, um sich in Irland vor Ort alles anzuschauen. Erfolgt denn auch für einen Veranstaltungsplaner, der das möchte, auch eine Betreuung dann oder steigt der ins Flugzeug und kriegt eine Liste in die Hand, wo er sich melden soll? Je nachdem. Also wenn man jetzt nach Irland fliegt und nimmt keine DMC im Anspruch, dann kann, wenn derjenige das möchte, jemand von meinem Hauptbüro in Dublin treffen und die begleiten dann. Ah, schön. Hier nach Bedarf. Wenn allerdings man eine Incentive plant, oder ein Meeting und nimmt die Services von einem DMC in Anspruch, dann begleitet der DMC diese Site Inspection von Anfang bis zu Ende. Oh, also sie holen dich sozusagen vom Flugzeug ab und liefern dich dann wieder zum Flug wieder hin. Also komplett Begleitung. Es liegt an den Wünschen von dem Mais-Buyer, was er haben möchte oder sie. Gibt es noch weitere Unterstützungsmodelle jetzt dann nach der Site Inspection? Also wenn der Planer dann sagt, okay, das hat mich überzeugt, hier möchte ich meine Gruppe hinbringen oder hier möchte ich meinen Kunden mit seinen Teilnehmern hinbringen.
Gibt es da noch weitere Formen der Unterstützung, auch monetärer Art oder eher serviceorientierte Unterstützung? Also Service, wie ich gesagt, ist immer dabei. Ja. Service ist selbstverständlich und kostenfrei. Was zu tun habe oder halt meine Kollegen dann in Dublin. Oder meine Kollegen im Westen, Süden oder Norden. Also wir sehen uns als ein Team Ireland. So sehen wir uns. Egal wer unterstützt, wir schauen, dass diese Maisgruppe immer Unterstützung hat, egal wo. Und das ist dann halt, und das Interessante ist, wenn man, und es ist bewiesen, wenn man eine, ich würde eher vielleicht sagen, für Verbände interessant, wenn man eine Seminar oder ein Meeting in Irland hat, ist es bewiesen, dass wenn die Leute wissen, dass es in Irland stattfindet, dass wir 10% mehr Leute sich registrieren. Ah, das ist also spannend. Das ist ein Fakt. Das ist der Kerrygold-Effekt. Genau, weil jeder sagt einfach, oh, ich wollte immer nach Irland, aber findet nie die richtige Zeit dahin. Und wenn dann doch irgendwas ist in Irland, dann sagt man, ah ja, dann komm. Dann hänge ich dann ein paar Tage davor oder danach an und dann besuche ich mein Incentive Meeting oder Seminar und dann Assembly, je nachdem. Und ja. Du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt, nämlich das Team Ireland. Jetzt mal meine Frage dazu. Du hast auch DMCs erwähnt. Gibt es denn bei euch irgendeine Form von, ich sag mal, qualifizierten Partnern? Also es ist ja das eine, dass ich mir ein DMC vielleicht online raussuche, oder kann der Veranstaltungsplaner auch mit eurer Hilfe über vielleicht ein Pool von qualifizierten DMCs oder Hotels oder ähnliches, kann er darauf zurückgreifen? Gibt es sowas oder gibt es Qualifizierungsmaßnahmen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja, also wir haben sozusagen, also viele DMCs, den ich sehr gut kenne und die haben einen sehr guten Ruf, haben sogar hier Repräsentanten. Also okay. Hier vor Ort. Man kann die direkt kontaktieren. Allerdings auch, wenn zum Beispiel jemand mich anruft und sagt, ich habe Interesse an Irland und ich möchte die Unterstützung von einem DMC, dann nehme ich die Kontaktdaten auf und ich gebe das in mein Büro in Dublin weiter. Mhm. Wir haben in Dublin ein Büro, eine Liste für alle DMCs, die sich qualifiziert haben. Sprich, die müssen auf jeden Fall Deutsch sprechen, die müssen Erfahrungen in dem Markt haben, also lauter Kriterien muss man haben, um auf diese Liste zu kommen. Und es sind einige zum Glück. Und man kriegt dann von uns innerhalb, beziehungsweise von diesen drei DMCs in Deutsch, eine Quotation normalerweise innerhalb 48, 72 Stunden. Drei zum Auswahl und man sucht das Beste raus. Wenn man dann sagt, oh, da ist eigentlich gar nichts dabei, was eigentlich selten vorkommt. Aber wenn zum Beispiel man sagt, okay, da ist nichts dabei, dann ich nehme das, ich gebe das weiter und es geht auf die nächste drei. So lange, bis unsere Maisbayer das perfekte Proposal gefunden hat. Also zusammengefasst, und ich weiß, dass Irland eigentlich ein sehr gutes Value-for-Money-Verhältnis hat. Zusammengefasst kann man sagen, es war nie einfacher nach Irland zu reisen, um Veranstaltungen zu machen, als heute. Also zusammengefasst, ja, Kira, lässt sich sagen, Unterstützung aus dem Frankfurter Büro, Unterstützung von gegebenenfalls Repräsentanten diverser DMCs, für die man sich vielleicht entscheidet, weil das Angebot eben passgenau ist. DMCs, die auch qualifiziert sind, also für die Hörer, die jetzt bei DMC kurz sozusagen mit dem Ohr hängen bleiben, denen sei das kurz erklärt. DMC steht für Destination Management Company und so bezeichnet man letztendlich Agenturen, die in den Ländern dabei helfen, internationalen Veranstaltern mit Rat und Tat zur Seite stehen, also in der Umsetzung und Ausführung der Veranstaltung helfen. Sie kennen natürlich die Destination sehr genau. Sie können entsprechende Rahmenprogramme anbieten. Sie haben Kontakte zu entsprechenden Transportdienstleistern wie Busdienstleister etc. pp., sodass wirklich alle Wünsche des Kunden individuell vor Ort bearbeitet werden können. Sie wissen auch, was zu tun ist, wenn mal irgendwo dringlich noch was, kurzfristig was gebraucht wird etc. Das klingt sehr gut. Frage, du hast es vorhin schon mal erwähnt, dass die Nachfrage aus dem deutschen Markt, die steigt. Und Orla,
mal so grundsätzlich gefragt, und das frage ich mich schon seit vielen Jahren, denn auch ich weiß, dass Irland sehr hohe Beliebtheit auf der Beliebtheitsskala der Veranstaltungsplaner sehr hoch positioniert ist. Und ich frage dich jetzt mal, Spezialistin, warum Irland? Also, jeder will, wenn man ein Incentive macht, was anderes erleben. Und oft wird dann halt gefragt, was können wir machen in Irland, was man nirgendwo halt machen kann. Und jetzt zu Aktivitäten. Wir haben jetzt The Game of Thrones ist in Nordirland gedreht worden. Da kann man hin, man kann das Site und alles das Drehort besuchen und man kann sogar das ein bisschen nachmachen. Mit Kostümen, und man kann auch essen, wie die dort auf den schönen Film auch essen, ohne Messer und Gabel und sowas. Das ist sehr lustig. Es kommt auch sehr gut an. Dann hat man dann zum Beispiel im Süden den Drehort von Star Wars. Das ist dann Skellig Michael. Das kann man auch besuchen, und das sind auch Punkte, wo man dann sagt, ah ja, wenn man nach Irland geht, das ist so ein kleines Highlight. Man kann natürlich, ich meine zum Beispiel Dublin, eine der Top 10 Städte der Welt, die man besucht haben sollte, das laut Lonely Planet. Cork, drittfreundlichste Stadt der Welt. Und natürlich dann für Irland, wir nennen uns so das Living Culture. Also man kann das Tanz, Music, die Pubs, das ist unser Living Culture. Also wir reden nicht viel darüber, man kann das erleben. Und das ist auch sehr, sehr gefragt und kommt sehr gut an. Ich bin auch ein großer Fan, das gebe ich zu, der Irish Pub Kultur. Ich genieße jedes Mal gerne mal ein Guinness in einem Irish Pub, je authentischer, umso besser. Habe mich auch jetzt über die Weihnachtszeit auch in eine Serie hineingeschaut, wo ich nicht mehr loslassen konnte, von der ich glaube, dass sie auch in Teilen in Irland und Kanada gedreht wurde, nämlich diese Serie Vikings. Wurde meines Wissens in Kanada und... Also in Irland ist, sag ich mal, The Game of Thrones gedreht worden, The Star Wars, aber eine Unmenge von anderen Filmen. Wir haben in Belfast eine große Filmstudio, ja. Und auch in Dublin ist das Filmkultur sehr groß. Sehr viele Filme, und wir haben auch sehr viele irische Schauspieler, die sehr bekannt sind weltweit. Unter anderem der Colin Farrell, Liam Neeson. Saoirse Ronan, genau. Also es sind sehr viele, und dadurch dann halt wird es... Liam Neeson ist ihre. Ja. Ach, das bin ich gewusst. So, warte mal, wie heißt die andere? James Bond. Pierce Brosnan. Yeah. Ja, Pierce Brosnan ist auch aus Irland. Ist auch aus Irland. Ja. Also erstaunlich. Alle erstaunlich. Gut aussehende Männer. Sind ja. Aus Irland. Also, liebe Hörer, ich bin nicht aus Irland, obwohl gut aussieht. Aber nein, aber du hast vorhin auch was Schönes gesagt, nämlich du hast das Thema Incentives und Games of Thrones und andere Filmschauplätze angesprochen. Kann man sagen, dass eine sehr große Nachfrage eben nach Incentives in Irland ist? Ist es eine Incentive-Destination oder hält es sich die Waage mit Kongressen, Tagungen? Wie viel Prozent der deutschen Anfrage, oder also Pi mal Auge, so aus dem Bauch heraus? Also Deutschland ist sozusagen das Mais-Market, also für Incentives in Meetings. Ja. Und da ist es auf jeden Fall gestiegen. Was interessant ist, Irland war immer ein Mais-Destination. Aber der Deutsche will Incentives in Irland maßgeblich. Ist das, was ihr als Meister-Anfrage bekommt, Anfragen für Incentives? Von Deutschland aus, aus ja. Deutschland, ja. Ja. Also ja. Incentives in Meetings sind auf jeden Fall sehr angefragt, ja, in Deutschland. Wie ich gesagt, wir waren immer dort, wir hatten immer das Produkt. Nur mein Job zusammen mit Kira ist es, bekannt zu machen. Ja. Und deswegen, wir machen ein bisschen was an Media, online, offline. Und wir machen auch sehr viele Events und Farmtrips, um die Leute mal bekannt zu geben, was Irland eigentlich alles zu bieten hat.
Und es ist immer sehr interessant, wie die Leute reagieren. Vor allem die Femtrips sind wirklich der Hit. Jeder, die in Irland war, ist so begeistert, dass man dann wieder hinkommt. Und deswegen machen wir immer im Jahr jetzt 2 Femtrips, weil die so gut ankommen. Weil man hat es selbst erlebt. Ich kann viel erzählen am Tag, wie schön es ist und was es alles zugeben. Aber wenn man es selbst erlebt hat, ist das irgendwie, ist das für uns, ist das ein riesiger Erfolg, weil die Leute tatsächlich doch ihr Femtrip, ihre, Entschuldigung, ihr Incentive nach Irland bringen. Ja, das stimmt. Das persönliche Erlebnis, denke ich, ist da durch nichts zu ersetzen. Also das sind Land. Die Menschen, man kann viel erzählen, aber letztendlich, wenn man das erlebt hat, die Menschen. Deswegen sagen wir auch Kate Miller-Folsche nach Irland. 100.000 willkommen nach Irland. Ah, das war jetzt, welche genau, das war nicht Englisch, Britisch, das war Gälisch? Gälisch. Gälische Sprache. Ah ja, also Gälisch ist durchaus eine gesprochene Sprache in Irland, ist das richtig? Mhm. Das ist eine Amtssprache. Das ist unsere Amtssprache. Genau. Ah, okay, und dann natürlich Englisch? Englisch, Und Gälisch, diese beiden Sprachen. Genau, aber Gälisch wird nicht so oft geredet. Kira, wir hatten es gerade schon mal erwähnt, du bist recht neu, seit September, habe ich richtig erinnert? Seit September bist du hier im Office in Frankfurt. Meine allererste Frage, ist es dein erstes Mal in Deutschland? Beruf? Nee, ich habe mein Erasmus-Jahr in Regensburg in Bayern gemacht, also vor 2 Jahren, aber es ist so wie mein ersten Job in Deutschland, ja. Ach, wunderbar, wunderbar. Und du hattest, ich vermute das mal vorher, mit Mais doch vielleicht nicht so viel zu tun. Nee. Wie bist du jetzt genau da rangekommen? Hat dich das interessiert oder wie kam das? Ja, also ich möchte einfach für Meet in Ireland arbeiten. Ich finde es ganz interessant und ja, es gibt viele Abteilungen hier im Büro, mit denen ich Erfahrung habe, aber die Mais und Business Tourism finde ich ganz interessant. Schön. Und ja, es ist echt eine Luxusbranche und man sieht das auch bei unseren Veranstaltungen. Ja, man hat mit Veranstaltungsplanern zu tun, die sich dann wieder als Multiplikatoren natürlich sehr wichtig sind, um eine Destination zu empfehlen. Und es freut mich, dass du hier an Bord bist und Orla sozusagen tatkräftig unterstützt. Also hier ein Dreamteam, was sich in Frankfurt gefunden hat. Ja. Und ich kann euch nur, liebe Zuhörer, empfehlen, wenn ihr euch für Irland interessiert, und das solltet ihr definitiv, denn ihr solltet definitiv auch darüber nachdenken, genau dort eure nächste Veranstaltung oder die nächste Veranstaltung für eure Kunden zu platzieren, ja, dann macht doch Folgendes, dann wendet euch doch hier an die Orla und die Kira in dem Büro in Frankfurt. Das findet ihr natürlich auch im Internet. Die Webadresse kennt ihr wahrscheinlich, www.meetinireland.com. Ja, ihr könnt uns auch gerne in dem Kommentarfeld eine Anfrage hinterlassen. Wir leiten das dann weiter. Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle ganz, ganz herzlich bei Kira O'Connor und Orla Kraft für dieses wunderbare kleine Interview, für diese wunderbaren Eindrücke, die wir hier über Irland gewinnen durften. Und ich finde es sehr, sehr spannend, mit welchem breiten Engagement hier Meet in Ireland sich positioniert in Deutschland, um eben aktiv zu unterstützen, dass Veranstaltungsplaner aus Deutschland eben Irland auch für sich entdecken, für sich liebgewinnen und gerne wiederkommen dürfen, um dort Veranstaltungen oder auch ganz gerne im Anschluss natürlich auch den ein oder anderen privaten Urlaub zu verbringen. Auch das lohnt sich. Wir wissen nun auch, welche berühmten Schauspieler alle aus Irland sind. Wir wissen, dass gut aussehende männliche Schauspieler zumeist aus Irland sind. Ich bedanke mich recht herzlich, sage Orla, herzlichen Dank von deiner Seite. Ja, Peter, ich habe zu danken oder wir haben zu danken. Dankeschön, wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst. Wir reden sehr gerne über Irland und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn jemand Fragen hat oder Interesse, ruf uns bitte an. Wir freuen uns. Klingt sehr gut. Meine letzte Frage, wo im Kühlschrank steht das Guinness? Überall. Okay, wir sagen Tschüss und herzlichen Dank. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir
Wir hoffen, die Folge hat euch ein wenig Spaß gemacht und wir sagen herzlichen Dank an Tregildy für diesen wunderbaren Ambient-Einspieler aus dem Irish Pub The Club and Stone in Dublin bei Free Sound. Wir sagen auch Dank an Dan Lebowitz für die GEMA-freie Musik via YouTube. Und last but not least natürlich Dankeschön an Flavio Concini für unser MySport-Podcast-Team. Grazie mille, Flavio.